Die große Wende kündigt sich an, eine Wende, die größer nicht sein könnte. Diese Tage, diese Wochen sind der Aufbruch in ein völlig neues Paradigma und was das bedeutet, siehst du im aktuellen Video. Ich darf dich ganz herzlich begrüßen zum aktuellen Beitrag zum kommenden Neumond im Zeichen Löwen. Löwe ist der Archetyp der Lebendigkeit. Wir sind die Könige und Königinnen unseres Lebens. Wir sind ausgestattet mit der Fülle, die es braucht für diese neue Zeit. Denn die Fülle dieser neuen Zeit ist nicht so sehr das materielle Vermögen im alten Stil, sondern das geistige Potenzial, denn das ist das, was uns letzten Endes weiterbringt. Und das zu leben, darum geht es in diesen Tagen. Wir haben das Erdepoche-Zeitalter mit Jupiter, Saturn im Zeichen Wassermann zur Wintersonnenwende 2020 beendet. Und die Tage des neuen Zeitalters sind noch etwas zaghaft und pionierhaft und es ist noch nicht so greifbar, was das bedeutet, dieses Wassermann-Prinzip tatsächlich zu leben. Und das darf sich nun zu diesem Monatsende in diesem Paradigmenwechsel, der sich ankündigt, offenbaren. Das heißt, die zarten Hinweise erkennst du bereits, indem du das, was du da draußen wahrnimmst, nicht für bare Münze hältst, einerseits, andererseits auch zu gewissen transhumanistischen Zügen Stopp sagst. Denn all das, was hier vonstatten geht, diese kriegerische Inszenierung mit dem einhergehenden Boykott und Verarmung durch Inflation und Rohstoffverknappung, die künstlich erzeugt wurde, naja, wohin führt das? Zu einem globalen Grundeinkommen. Dies nicht bedingungslos, dieses zu empfangen, sondern natürlich geknüpft an gewissen Verhaltensnormen, die gewisse wenige festlegen. Und all das dürfen wir verlassen, denn all das, was hier zu sein scheint, wird nur stattfinden, wenn wir uns in diesen Energien bewegen und die anderen Energien führen uns in die Kohärenz, in die Entspannung. Löwe-Prinzip ist das Prinzip des Herzens. In das Prinzip, dass wir eine Brücke bauen in diese neue Zukunft. Das Herz hat eine Frequenz des ultravioletten Lichtspektrums. Solarplexus und darunter sind die Lichtthemen rein frequenzspezifisch und damit bauen wir die Brücke in diese neue Zukunft, in dieses neue wahre Menschsein. Und darum geht es nun als Vorbereitung, als Aufbruch, jetzt, wo es wirklich losgeht, jetzt wird es konkret, ne? Wir haben die Inflation, wir haben all das, juhu, was war zu erwarten? Genau das. Das heißt, nun dürfen wir die Dinge ernst nehmen und dennoch in aller Lebendigkeit und Leichtigkeit sein. Diese Balance zu finden, ist eine große Kunst, aber letzten Endes, wenn du hier dich gut begleiten lassen möchtest, hast du alle Möglichkeiten, hier auch in der Matrix-Gruppe. Unten gibt es die Links dazu. Und was bedeutet dieser Aufbruch in die neue Zeit? Ja? Das Neue will geboren werden und das Neue kann nur geboren werden, wenn du dich erneuerst. Und erneuern können wir uns dann, wenn wir die Beschränkungen, die gedanklicher Natur sind, hinter uns lassen. Und so ist dieses Stellium von Uranus, Mondnoten und dem Mars, der es auslöst am 1. August, genau das, was auch bereits zu diesem Neumond aktiv wird. Es gibt dazu noch ein spezielles Video, weil es so umfassend spannend ist. Und dieses T-Quadrat auf Merkur im Löwen zu Saturn sagt uns so viel wie Merkur-Löwe, leb deine Kreativität. Überwinde die Beschränkungen, Saturn im Wassermann, überwinde sie, indem du dich verbindest mit völlig neuen Möglichkeiten. Sei bewusst visionär, sei bewusst völlig aus dem Rahmen gehend deiner bisherigen Denkvorgänge und Verhaltensnormen. Überwinde all diese alten Muster. Mach das Unmögliche. Mach es im Alltag zur Gewohnheit, indem du Dinge einfach anders machst als in der Vergangenheit. Damit
schaffst du auch neuronal eine neue Verbindung, neue Vernetzung und all diese alte Ordnung wird vielleicht etwas verwirrt. Und Verwirrung ist zugegen durch all diese ganzen Begebenheiten, aber Verwirrung schafft den Raum, das Potenzial für das Neue, für eine neue Vertratung. Und diese Verwirrung ist eine wunderbare Gelegenheit, es, wenn es schon passiert im Außen, durch diese Begebenheiten, es nochmal zu instrumentalisieren in einer Art und Weise, wodurch deine Kreativität gefördert wird. Und das Prinzip Löwe fördert die Kreativität, fördert die Lebendigkeit, fördert das aus dem Spiel heraus, wird auf Dinge stoßen, die uns so nicht bewusst sind. Und das zeigt uns auch, Merkur-Löwe, das Quadrat zu Uranus-Mondnoten im Zeichen Stier. Das heißt, aus dem Spiel heraus kommen wir viel mehr auf neue Möglichkeiten, indem wir in den Tag hineinleben, uns führen lassen vom Leben und was sich gut anfühlt, dem gehen wir nach und das ist auch das, was unser wahres Menschsein letzten Endes wieder möchte. Denn das alte Paradigma, zuerst die Arbeit, dann das Spiel, ist ein Irrtum. Das ist das Prinzip von Saturn, Opposition Merkur im Löwen. Zuerst die Arbeit, Saturn, dann das Spiel, Merkur im Löwen. Irrtum. Zuerst das Spiel und dann zeigt sich, was sich gut anfühlt, wo wir kreativ werden, wo sich was zeigt, dem wir nachgehen und das ist das Abenteuerleben. Und das Leben hat hier ein Abenteuer für uns parat, wo wir uns auf den Weg machen, uns auch in der Hinsicht lösen von allen Abhängigkeiten. Denn wir sind völlig frei von diesen Gefährdungen, wenn wir uns unabhängig machen. Das heißt, klarerweise ist es eine gute Idee, in diesen Tagen Vorräte zu sammeln. Also 3 Monate ist einmal für mich der Standard. Es kann auch mehr sein. Nicht wegen diesen Hamster-Tendenzen. Einfach, es kann jetzt unruhig werden. Und es geht darum, dass wir unser Wohlsein aufrecht halten, indem wir Vorsorge geleistet haben für die wichtigsten Dinge unseres täglichen Bedarfs und dann kümmert uns das da draußen nicht, dieser Sturm, dann können wir uns dem widmen, was unseren Aufbruch fördert und Aufbruch heißt auch Uranus-Mondnoten im Stier, wie verdienen wir unser Geld? Ne? Sind wir kreativ genug, unser wahres Sein zum Ausdruck zu bringen, das zu machen, was da in uns steckt? Ja? Und diese Möglichkeiten gibt es, die gibt es immer. Und Lösungen zu finden, auch mit Gleichgesinnten, muss ich mehr Menschen zusammentun, für Lösungen sorgen, die diese Zeit letzten Endes braucht. Und klarerweise gibt es auch technologische Lösungen. Ja? Uranus im Stier, da geht es um neue Technologien. Das Thema ist halt immer, wie freiwillig sind diese Dinge, die wir da aufgesetzt bekommen, ne? Von wegen Digitalisierung und all diese Dinge, digitale Währung, ist es freiwillig da mitzumachen oder eine Verpflichtung. Ne? Es kann schon schick sein, alles digital zu bezahlen, aber wenn das Digitale dann programmierbar ist und ich nicht mehr frei bin in meinem Verhalten, dann ist die Grenze überschritten. Und das sind die Gefahren, die uns hier lauern mit diesen globalistischen Tendenzen und deswegen braucht es hier ein klares Hinsehen. Ein klares Hinsehen und Stopp zu diesen vermeintlichen technologischen Fortschritten wie 5G. Ja, ich kann da irgendwie Smart City betreiben. Die Frage ist, wer braucht es? Aber wenn du es brauchst, die Frage ist ja, was bedeutet das 5G sozusagen in der Frequenz für unsere Umwelt, für die Tiere, für die Natur und all das? Also das sind Dinge, die wichtig sind, dass wir das sehr kritisch hinterfragen und politisch auch irgendwie dem ganzen Gewicht geben und in den Parteien unsere Stimme, die das letzten Endes in eine Form bringen, wo es sozusagen ungefährlich ist für Mensch und Mutter Erde. Und Mutter Erde wird ohne dies dafür Sorge tragen, dass hier das Gleichgewicht, die Homöostase wieder hergestellt wird. Vulkane, Erdbeben sind das Prinzip auch von Uranus im Stier mit den Mondnoten, dass hier letzten Endes einiges sich hier erleichtert wieder für unser Leben, wenn die Dinge wieder in die richtige Ordnung gerüttelt und geschüttelt werden. Und das ist das, was hier vielleicht ein bisschen polemisch klingen mag, aber gar nicht so sehr, denn Menschen, die genau hinspüren, wissen diese Signale von Mutter Erde als lebendiges Organismussystem zu deuten und gehen einher mit diesen Botschaften. Und das ist das, was wir als ganz wichtig achten dürfen, dass wir die Botschaften von Mutter Erde und das, wohin sie uns führen möchte, ernst nehmen. Dass wir in Einklang gehen mit Mutter Natur, dass wir uns verbinden mit diesen Qualitäten und diese Qualitäten
für uns sozusagen ernst nehmen, dass wir wieder darauf Acht geben, wie wir unsere Nahrungsmittel bekommen, Nahversorgung, Mikrostrukturen, Dezentralisierung sind die großen Themen, die uns helfen, unabhängig zu sein. Denn zentrale Systeme, globalistische Systeme machen abhängig. Dezentrale Strukturen machen unabhängig. Und das ist die Zukunft mit Uranus, Mondknoten. Und die Menschen dürfen hier genau diese Qualitäten als größere Perspektive nehmen, dass das unausweichlich ist, dass Dezentralismus, Unabhängigkeit, Nahversorgung hier die großen Themen sein werden, die auch dazu führen, dass du autonom, autark bist. Das heißt, Uranus ist dann wieder rückläufig und im April nächsten Jahres, 2023, wieder auf 18 Grad Stier. Das heißt, es ist ja eine gute Zeit, nun die Zeichen der Zeit ernst zu nehmen und dieses Maß an Autonomie, ja, autarkes Leben groß werden zu lassen und uns zu fragen, wo sind diese Möglichkeiten, wo wir gemeinsam hier relativ unabhängig sind von diesen jeweiligen Effekten. Ja. Das Zusammenrücken und hier neue Lösungen zu suchen ist hier ganz, ganz, ganz wichtig. Ein völlig neuer Paradigmenwechsel geht damit einher. Im nächsten Video werde ich einen Ausflug machen, in dem nächsten Video zum Thema August 2022 und auch auf das Bezug nehmen, was hier zum Monatsende im Juli geschieht. Nochmal eben Uranus-Mondknoten wird vom Mars ausgelöst am 1. August. Und 18 Grad Stier, wann war das zum letzten Mal mit Mondknoten, dem nördlichen und Uranus? Zur Zeit von Isaac Newton. Ha, spannend, ne? Und der so gefeierte Wissenschaftler, der hier seine wichtigen Parameter hier uns nähergebracht hatte, die sehr, sehr wichtig waren für die Physik und dem Verständnis unseres Weltgeschehens. Aber es war ein Verständnis, das sich sehr an Ursache, Wirkung, an eher so einem mechanistischen Weltbild orientiert hatte. Ne? Und der Vorreiter, der geistige Philosoph Descartes, war ein paar Jahre davor ebenso aktiv und interessanterweise gab es ja dort sozusagen dann die Trennung zwischen Geist, ja, und Materie bereits. Ne? Durch ich denke, also bin ich, hat er damit auch quasi hier dem ganzen Trend den Teppich ausgerollt, was an sich positiv war, weil die Kirche davor allumfassende Macht besaß. Das wurde differenziert, aber differenziert in eine Trennung. Ne? Geist der Kirche, Materie der Wissenschaft. Und so wurde die Wissenschaft sehr stark von diesem materiellen Bewusstsein geprägt und war seelenlos und geistlos letzten Endes in dem, was wir hier auch heute noch sehen, wie die Medizin in Tagen wie diesen mit dem Thema C umgeht. Also da darf es wieder hier zu einem Bewusstsein kommen, dass dieses Geistige mit dem materiellen Bewusstsein zusammenfließt und das ist der Aufbruch auch mit diesem Quantenbewusstsein einhergehend mit Dezember 2020. Saturn, Jupiter im Zeichen Wassermann, der Auftakt in die Luftepoche hat abgelöst, die 200 Jahre Erdepoche und das kommt dem sehr nahe, dass wir hier nun tatsächlich wirklich hier eine völlig neue Perspektive schaffen, denn was heißt Quantenbewusstsein in dem Sinn? Geist schafft Materie. Das ist wichtig, denn diese Illuminaten haben genau diese Gesetzmäßigkeiten für sich behalten und sie quasi sehr antichristisch hier im Einsatz. Wir dürfen das Christusbewusstsein uns zurückholen und diesen Prinzip des Geistigen, wir sind die Schöpfer unserer Realität. Und das ist für mich die Kernaussage zu diesem Ereignis zum Monatsende im Juli und möchte auch gleich die Brücke herstellen zum nächsten Video, kommt dann in ein paar Tagen. Und wenn du dich hier von diesen positiv ausgerichteten Aspekten, ja, mit an Bord begeben möchtest, es gibt ja die Matrix-Gruppe, eine Gruppe von Gleichgesinnten, am 5.8. kannst du hier einem Live-Online-Abend beiwohnen, wo wir diesen Rahmen spannen, um hier diese nächsten Monate und auch Jahre positiv gestalterisch hier voranzubringen. Weitere Möglichkeiten findest du in den Formaten, die unten hier
im Video verlinkt sind. Und ich freue mich, wenn ich dich damit inspirieren konnte und darf dich noch einladen für eine Sommeraktion, nachdem auch alle sprechen von wo ist 18 Grad sozusagen Stier bei mir. Das ist die eine Frage. Die andere Frage ist aber letzten Endes, wo sind hier Uranus und der nördliche Mondknoten in deinem Horoskop? Denn dort sind die Wurzeln. Allein die Frage, wo ist 18 Grad Stier, ist noch die halbe Miete. Die Frage ist, woher kommen Uranus und der nördliche Mondknoten? Und so biete ich dir die Möglichkeit, 3 Textanalysen für 2 zu beziehen, mehr auf meiner Webseite, worin du dann hier all Details finden wirst, denn auf dem letzten Blatt der Textanalysen findest du genau die Häuser und auch die Beschreibung in den Texten zu diesen Zusammenhängen und hoffe damit, dir eine gute Sommerlektüre zu bieten für deine Reise in diese neue Zeit, denn neue Zeit bedeutet auch, dass wir uns erneuern und empfangsbereit machen für das Neue. In diesem Sinn, habe eine gute Zeit und bis bald. Welcome home.